Ich würde mal vermuten, dass jemand, der glücklich Würstchen isst und nicht joggt, vielleicht gesünder lebt als jemand, der ausgesprochen unglücklich ist, weil er joggen muss und Möhrchen isst. Einige Krankenkassen bieten ja günstigere Tarife an, wenn der Versicherte nachweisen kann, dass er gesund lebt, dass er genug Wasser trinkt, dass er viel Gemüse isst, dass er regelmäßig joggen geht. Man muss also die Daten übermitteln. Ist eigentlich eine clevere Idee, oder? Ökonomisch ist das einigermaßen clever, ist aber letztlich medizinisch und allgemein menschlich völlig verfehlt. Denn wir wissen eigentlich gar nicht genau, worin Gesundheit besteht. Und eines wissen wir sicher, Glück ist für Gesundheit sehr wichtig. Ich würde mal vermuten, dass jemand, der glücklich Würstchen isst und nicht joggt, vielleicht gesünder lebt als jemand, der ausgesprochen unglücklich ist, weil er joggen muss und Möhrchen isst. Das heißt, du glaubst die ganzen Studien gar nicht? Wenn jetzt zum Beispiel die WHO behauptet, viel Fleisch essen macht Krebs, glaubst du das nicht? Ich glaube, statistische Befunde sind immer ungefähr so. Der durchschnittliche Deutsche hat 1,3 Kinder. Aber natürlich gibt es nicht 1,3 Kinder, es gibt immer nur ganze Kinder. Und so ist es bei Statistiken insgesamt. Das heißt, es gibt nicht so etwas wie ein gesundes Verhalten, es gibt nur Statistiken. Das heißt, das, was die Krankenkassen machen, ist Willkür? Das, was die Krankenkassen machen, ist an dieser Stelle tatsächlich für sie gar nicht hilfreiche Willkür, weil sie Patienten und einstellen auf ein bestimmtes Verhalten, von dem wir gar nicht wissen, ob es gesund ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Versicherte das Angebot nutzen werden, weil Gesundheit so ein hohes Gut ist. Was glaubst du? Ich glaube, viele hätten gerne, dass sie ihre eigene Gesundheit völlig unter Kontrolle haben. Dass man bestimmte Dinge machen muss und dann wird man irgendwie alt. Aber man kennt das ja nicht. Also jemand isst sein Leben lang Möhrchen und wird dann vom Auto überfahren, hat auch nichts gebracht. Da sage ich, lieber glücklicher Wurst essen und damit 107 werden. Kann es denn sein, dass wir Krankheit immer noch mit Schuld verbinden? Ich glaube schon, es gibt so eine Vorstellung davon, dass wenn man Lungenkrebs kriegt, das irgendwie immer selber schuld sein muss. Ja? Entweder war man zu oft in China und da ist die Luft schlecht oder man war dauernder Raucher oder ist oft nicht und so weiter. Aber wir wissen, und das lehrt uns die moderne Wissenschaft, dass wir schlichtweg zufällig krank werden. Ist das denn Mittelalter zu glauben, Krankheit ist schuld, oder ist es Machbarkeitswahn, dass wir denken, ach, wir können da ein bisschen was dran drehen? Ich glaube, es ist so eine Kombination. Also wir denken jedenfalls, dass wir unser eigenes Leben unter Kontrolle kriegen sollten, weil wir alle gerne so lange leben wollen. Aber das ist schon mal die Fehlvorstellung. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht gesund leben, wenn wir das glauben.